Moin meine Lieben, ich bin's wieder, euer Silas. Gestern war ich noch bei Berlin für den zweiten Tag der Deutschen Golfliga und heute bin ich, wie ihr sehen könnt, wieder in der Golf-Lounge in Hamburg, denn ich möchte jetzt die Spiele des Trackman Gaming-Systems mal testen. Ich bin schon ganz gespannt, was das für Spiele sind und wie diese Spiele funktionieren. Das seht ihr wie immer nach dem Intro. So, meine Lieben, wie ihr seht, ich bin jetzt hier auf der mittleren Ebene und stehe hier und habe schon ein bisschen rumgetestet. Und dann wurde ich doch tatsächlich von zwei jungen Herren, dort sind sie, zum Spielen herausgefordert. Das ist einmal der Erik, moin Erik, und einmal der Moritz. Moritz, moin. Da steht er. Aber als allererstes hält der Erik mal die Kamera, einfach so, genau. Und ich erkläre euch jetzt mal, wie dieses Trackman Gaming funktioniert. Komm mal kurz ein bisschen näher. Also, als erstes gibt es eine Trackman App, die gibt es aber erstmal für diese Games nur fürs iPad und dafür könnt ihr immer euch ein iPad am Counter der Golf Lounge ausleihen, also ist auch kein Problem. Es läuft ja auch sonst niemand so ständig mit dem iPad unterm Arm durch die Gegend. Und wie ihr seht, haben wir hier drei verschiedene Spiele. Es gibt also einmal Bullseye, das ist so etwas wie Nearest to the Pin. Es gibt Hit It, das ist ein Longest Drive Game und ein Capture the Flag Game. Ich würde heute mal Bullseye und Capture the Flag mit den zwei ausprobieren und schlage vor, wir fangen einfach mal mit Bullseye an. Ist eigentlich am einfachsten. Und dafür gebe ich jetzt erstmal natürlich die Namen ein. Da haben wir einmal den Erik mit Kano, ne? Mit C. Mit C. Ja. Erik mit C. Dann Moritz. Moritz. Und dann haben wir mich. Den Silas. Fertig. Spiel beginnen. Und fortfahren. So einfach ist es erstmal. Und wir sehen jetzt, ich übernehme mal wieder die Kamera. Dort drüben sind verschiedene Ziele. Wir haben also Nummer 1, wir haben Ziel Nummer 2, Zielgrün Nummer 3, Zielgrün Nummer. Also hier ist die 2, da ist die 3, da hinten ist die 4 und die 5. Die gilt es jetzt zu treffen und wer näher an die Fahne ranspielt, der kriegt dann dementsprechend die Punkte. Jeder hat drei Schläge. Der Erik fängt an von dieser Matte hier. Diese Matte? Ja, nee? Ich hole mir den Schläger. Achso, er holt sich den Schläger. Achso, und eine Sache haben sie natürlich gesagt, das haben sie aber erst gesagt, nachdem ich zugeschlagen habe, dass sie gegen mich antreten. Ich muss linksrum antreten, weil sie gesagt haben, das wäre sonst zu unfair. Gut, wir würden sagen, Erik. Wie viele Bälle? Drei Schläge hast du. Drei. Und wir gucken uns das an. Drei Schläge und du darfst dir, wie gesagt, aussuchen, ob du das erste Grün nimmst, also das Nummer 1. Das kannst du dir aussuchen. Es gibt nur Punkte, je weiter die Fahne entfernt ist, desto mehr Punkte kriegst du, wenn du dementsprechend nah dran bist. Also wenn du bei der hintersten Fahne 5 Meter dran bist, kriegst du mehr Punkte, als wenn du bei der ersten Fahne 5 Meter dran bist. Also ich dürfte aber auf den ersten Mal an die erste Fahne, den zweiten an die zweite. Auch das darfst du. Genau. Das ist entspannt. Das ist ja entspannt. Also ich glaube, ohne Punkte geht heute keiner nach Hause. Du nimmst Ziel Nummer 1 oder ja, willst du das Ziel erst hinterher sagen? Erst mal. Okay, Ziel Nummer 1. Meter vom Ziel sind wieder 50 Punkte. Ja. Jetzt darf der Moritz dran. Mhm. 50 Punkte, 15 Meter entfernt. Gut. Jetzt bin ich dran. Ich glaube, der war ganz gut. 2 Meter vom Ziel entfernt, das schaffe ich glaube ich rechts und gar nicht. 600 Punkte habe ich den zweiten Schlag. Zur Not können wir ja eure Punkte zusammenzählen. Ja? Mal schauen. Der Gewinner, ich würde vorschlagen, der Gewinner kriegt einen Cap. Godzilla? Oh, machen wir. Ja, genau. Punkte. Ah, der sah besser aus, als das am Ende war. Aber gut. Jetzt kommt Runde 2.
500 Punkte. Das ist natürlich hart. Ja, das war so einer wie mein zweiter. Da fliegt er. Und da zeigst du drauf. Ja, also ich bitte dich. Entschuldige. Oh. Torwarte bekommen. 500 Punkte. Und mich hat er eingeholt. Aber auch zu deinem Ding. Ja, aber der ist von der Länge her müsste der gut sein. Oh, der war von der Länge her richtig gut. Auch wieder 500 Punkte, aber 5 Meter entfernt vom Ziel. Das ist natürlich schon sehr stark. Kommt alles drauf an. Ja, Moritz ist ja uneinholbar mit 2100 Punkten. Ja, habe ich am Ende. Die 2500er. Ja, 500 Punkte mal, zweimal 500 Punkte ist schon hart, ne? Okay. Oh, oh. Na gut, aber wie ihr seht, leider verloren. Moritz hat schon mal alleine gewonnen und gemeinsam habt ihr erst recht gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch, schön, dass er, aber ja, vielen Dank. Auch dir, danke, Erik. Ja. Aber was sagt ihr abschließend? Geil, geil Spiel. Also, total geil. Nächstes Mal nehmen wir auch die Box hier und dann machen wir das auch. Nee, also man kann das... auf die Box drauf an, glaube ich. Aber genau. Man kann das von jeder Box spielen, das ist ja das Coole. Man kann das von jeder Box spielen, nur es gibt bisher nur so... Das iPad von vorne, ne? Genau, das iPad holst du dir vorne. Und nicht jede Box hat so einen Fernseher hier. Noch nicht, aber die kommen wahrscheinlich noch. Also da bin ich... Ich bin mal gespannt, wie das nächste Spiel ausgeht. Ja. Wir gucken uns jetzt auch noch das nächste Spiel an, aber da überlege ich mir jetzt, ob wir nicht vielleicht die Wertung ändern, dass ich vielleicht dann doch nicht gegen beide antrete. War dann vielleicht ein bisschen groß, wie sagt man? Ja, genau. Ich wüsste jetzt ein Wort, aber das sagt man ja nicht. Also, wir spielen jetzt nochmal Capture the Flag. Und wie das funktioniert. Das seht ihr gleich. Okay, also bei Bullseye habe ich jetzt schlecht ausgesehen natürlich. Jetzt versuchen wir uns mal an dem Spiel Capture the Flag. Ich trage wieder die Namen ein. Das wäre einmal der Erik mit C. Spieler hinzufügen. Dann nehmen wir einmal den Moritz. Moritz. Und meine Wenigkeit. Fertig. Spiel beginnen. So. Bei Capture the Flag sind auch wieder 3 Runden zu spielen. Man spielt 3 Bälle pro Runde. Und man hat hier, wie gesagt, wieder die verschiedenen Fahnen. 5 Stück an der Zahl. Und da geht es so, sich diese Fahne selbst zu sichern. Bedeutet, wenn ich den Ball jetzt 5 Meter an die Fahne schlage, dann habe ich mir diese Fahne quasi schon gesichert. Wenn jetzt aber Erik oder Moritz ihn 4 Meter an die Fahne schlägt, dann hat er sich die Fahne wieder gesichert. Dann kann ich sie mir nur sichern, wenn ich wieder einen Meter näher ranhaue. Und wer am Ende mehr Fahnen für sich gewonnen hat, hat das Spiel gewonnen. Also es geht nicht pro Punkt oder was weiß ich. Nein, es geht nur wirklich... mehr Punkte hat. Nee. Aber wenn du halt selber merkst, oh Mist, hier vorne auf Loch 1 oder Fahne 1 hat er schon 1 Meter rangehauen, näher schaffe ich das nicht, dann versuchst du dich mal an der Fahne, die da ganz hinten ist. Ja. Na? Alles klar, dann würde ich sagen, Erik? Geht's wieder mal los. Geht's wieder mal los? Für welche Fahne hast du dich entschieden? Ich fange kurz an und gehe dann, entscheide ich mich später. Wie gesagt, du hast... Lass dich überraschen. Komm. Genau, du ist am besten. Immer erst hinterher sagen, wo man hin will. Das macht am meisten Sinn. Ja. Da du der Erste bist, ja, da Erik ja der Erste ist, hat er sich die Fahne auf jeden Fall schon mal gesichert. Allerdings 24 Meter vom Ziel entfernt. Ja, der ist schon besser. Wir tasten uns langsam ran. 13 Meter. Du hast deine Fahne verbessert. Steht dann da. Und der ist glaube ich ganz gut. 5 Meter? Ne? 6 Meter? 5 Meter. Naja, 5 Meter vom Ziel. Also du hast auf jeden Fall schon mal Fahne 1 besetzt. Die Fahne hol ich mir doch direkt zurück. Wie war das? Die hol ich mir die Fahne. Die hol ich mir die Fahne. Aha. Na guck mal, Erik sitzt ganz lässig auf dem Stuhl und sagt sich, na das wollen wir erstmal sehen.
Ja, auch noch ein bisschen verhalten, leicht kurz. Ja. Noch gehört die Fahne Erik. Oh. Die ist gut. Oh ja. 2 Meter, schätze ich. 2 Meter vom Ziel. Du hast also eine Fahne erobert. Yes. Aber jetzt kommt halt das Taktieren. Er liegt 2 Meter an der Fahne 1. Das ist schon hart. Also da gehe ich jetzt natürlich auf Fahne Nummer 2, weil ich sage, die 26 Meter, die sollte ich schaffen. Jetzt versuche ich da also mal die 2 Meter zu machen. Somit ist sie sicher. Schauen wir mal. Oh, top. Ach, der ist gut. Der kommt da gut. Und runter. Oh. 3 Meter, oder? 3 Meter vom Ziel. 3 Meter. Das ist schon mal sehr schön. Was macht der Erik, der jetzt leider gar keine Fahne mehr hat? Ja. Was sagst du dazu, Moritz? Findest du das traurig? Nee, ist mir geil. Jetzt kommt Mo, der Moneymaker. Schönen Gruß an die Eltern, er will sein Studium schmeißen. Oh, der ist gut, der klang gut. Wenn er lang genug ist, ist er lang genug? Oh! Naja, aber 6 Meter? 6 Meter! 6 Meter auf die Distanz ist schon nicht leicht. Ich gehe drauf, dass ihr die nicht holt. Oh! Geh auf die 3. Okay! Seht ihr? Jetzt willst du also, wer hat die 3? Du hast die 3, ne? Du hast die 3, er will dir also die 3 streitig machen. 4 Meter, du hast die Fahne erobert. Das wird jetzt schwer. Ich gehe, glaube ich, auch für die Fahne 4. Nein, der ist gut. 2,3 Meter. So, jetzt wird wieder taktiert. Silas hat jetzt 3 Fahnen. Na gut, die hinterste Fahne ist natürlich jetzt. Also wie gesagt, ich taktiere jetzt genauso wie eben noch der Moritz. Ich werde jetzt einfach ein Eisen 7 schlagen in der Hoffnung, irgendwie das Ding so gut zu treffen, dass ich nah genug, ja, dass ich zur 5 komme, ne? Aber also das Spiel ist schon cool. Ja. Nee, das Spiel ist gut. Du versuchst dich jetzt, an welcher Fahne versuchst du dich? Hinten, die 5. Die 5? Ja. Erstmal an die 5. Und dann kann man ja noch weiter. Also die hinterste. Jetzt will er mal richtig einen raushauen. Oh, der ist gut. Oh, ist der gut. Oh, ist der gut. 5 Meter, 4 Meter, 7 Meter. 7 Meter, du hast die Fahne erobert. Ich führe wieder. Aber die sind beide gleich. Oh. Wieder raus. Also, das ist ja wie Live-Scoring. Jetzt 2 für mich, 2 für Moritz, 1 für Erik. Und jetzt sind alle Fahnen besetzt. Die hinterste ist noch am weitesten entfernt. Aber jetzt geht es halt darum, wenn ich mal ganz kurz zeigen darf. Diese ist 2,1 Meter, 2,8, 3,6, 2,7 und 7 Meter. Das ist schon echt ein cooles Spiel, muss ich sagen. Ne. So, dir gehört die 2, ne? Alles klar, mal gucken. Das ist schon. Ne, ist ein gutes Spiel. Ist geil, ja. Ist ein echt gutes Spiel. Und das kannst du, wie gesagt, du kannst das hier zu 5, zu 6 spielen, das ist ja mega. Ja. Nee, so. Ist top. Okay. Und was ich, wie gesagt, aus Golflehrersicht natürlich sehe, man versucht dann halt nicht immer nur den Driver zu schlagen und auf Länge zu gehen, sondern man versucht tatsächlich ein bisschen, auf Präzision und so. Ne? So wie es auf dem Golfplatz am Ende dann auch so ist, ne? Präzision für Distanz. Präzision für Distanz, korrekt. Längenkontrolle sagen wir dazu. Ah, der ist lang. Der ist lang. Wo soll der hin? Zur 3? Warte mal, die 2? Ja. Die 2 gehört doch mir. Ja, genau. Was soll denn das jetzt? Das war doch anders geplant.
erklärst du kurz? Oh, hast du die 2? Nein. 3 Meter vom Ziel. Oh. Eieiei. Oh, der sieht gut aus. Meinst du? Ja gut, okay. Jetzt bin ich wieder dran. Ich werde natürlich versuchen, mir die Fahne von... Ne, von Erik werde ich mir die Fahne nicht nehmen. Ich werde sie von Moritz natürlich ergattern. Von runter? Ja, ein bisschen rechts. Aber nicht so schlecht. Gar nicht schlecht auch, ne? 4 Meter vom Ziel entfernt. Ah, das war knapp. 40 Zentimeter stehen da. Oh. Oh, oh, oh. Entweder ja, der Schlag zum Sieg oder eben unentschieden. Ne? Oh, der sieht gut aus. Komm runter. Nein. 5 Meter. Schade. Nicht gereicht. Na gut, es gibt, wie ihr seht, einen geteilten ersten Platz. Der Moritz und ich, wir haben beide 2 Fahnen erobert. Ich würde sagen, Moritz, herzlichen Glückwunsch. Ganz stark. Erik, herzlichen Glückwunsch euch beiden. Vielen Dank. Das ist Fairness, finde ich super. Aber jetzt mal ehrlich, das Spiel finde ich richtig gut. Der Spiel ist ein Digger. Das macht doch richtig Laune, ne? Also wenn du das mit 4-5 Personen spielst, also muss ich wirklich sagen, das gefällt mir richtig gut. Also Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, kommt her, testet das Spiel aus. Wie gesagt, Long Drive finde ich persönlich jetzt nicht so spannend, aber wenn ihr das dazu auch Lust habt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Aber gerade Capture the Flag, so ein bisschen mit Taktik und strategisch, schlage ich jetzt auf die Fahne oder auf die, ist wirklich lustig, wirklich spannend und ich glaube, wir spielen jetzt noch mal eine Runde. Und probiert es aus, kommt in die Golf Lounge, probiert es aus, macht wirklich richtig Laune. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir wie immer einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch über jeden neuen Abonnenten meines Kanals. So kann ich euch über alles auf dem Laufenden halten. Ansonsten wünsche ich euch wie immer ein schönes Spiel und alles Gute. Euer Silas.